Ja, fangen wir mit dem Easter Cup an. Also es sind schon ein paar Tage vorbei nach dem Easter Cup. Ja. Wie sind jetzt die Eindrücke von diesem Jahr? Von diesem Jahr sehr gut, weil auch, ich sag mal, über die letzten paar Jahre hat sich immer weiterentwickelt jetzt. Dieses Jahr war es, glaube ich, noch ein bisschen internationaler, wie es davor war. Hatte ich das Gefühl einfach auch als Coach. Ja. Und ansonsten war es eigentlich ziemlich, muss ich sagen, war sehr gut eigentlich. Sehr gut organisiert. Ich sag mal, wie ich gerade gesagt habe, die Jahre sind immer besser geworden. Ja, Sie sind jetzt zum dritten Mal dabei bei diesem Turnier? Das ist Turnier. Jetzt schon das dritte Jahr. Genau. Ja. Und ja, wie sind die Erfolge jetzt bei diesem Turnier? Wir haben dieses Jahr mit Mädels gewonnen, das Jahr davor mit Mädels gewonnen, U18. Und davor das Jahr waren wir mit beiden Mannschaften im Finale, also das heißt U18 Jungs, U18 Mädels. Ja. Und ja, dieses Turnier bei Mädels, ihr wart ja auch im Finale, halt, war schon knappes Finale, muss man sagen, ne? Ja, war knappes Finale, aber ich muss auch dazu sagen, wir haben auch die Hälfte der Mannschaft gefehlt. Wir hatten leider ein paar Verletzungen und mit dem Team, wir trainieren auch kaum zusammen. Also ist meistens, wir machen Skills-Training zusammen, ein paar von denen. Aber ich denke mal, jetzt bei den nächsten Turnieren werden wir dann wieder alle dabei haben. Und dann können wir uns, wir werden im Sommer nach Amerika gehen und dort im AU Circuit mitspielen. Und wir nehmen immer die Turniere als Vorbereitung dann quasi auf die Turniere in den Staaten. Wenn man jetzt das spielerische Niveau vergleicht vom Easter Cup letztes Jahr, dieses Jahr? Ich muss sagen, in der Frauenkategorie, also in der Mädelskategorie, war es besser, gerade auch in der U18. Ich glaube, letztes Jahr war es ein bisschen zu leicht. Das hört sich jetzt na, so an, aber es war letztes Jahr einfach, wir hatten nur 4 Teams oder so, oder 5 Teams. Und da waren die Spiele nicht so eng, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dieses Jahr war es vom Niveau her ein bisschen besser auf jeden Fall, ja. Es gab auch im Rahmen von Easter Cup eine Coaching für Trainer, kann man so nennen. Trainer-Klinik, ja. Ja, wie ist es verlaufen? Ja, es war sehr gut, wurde sehr gut aufgenommen. Haben ein paar, also mein Konzept ein bisschen vorgestellt, ein paar Sachen von mir geteilt und das auch so an die Trainer weitergegeben. Und ich hoffe, dass halt dann die Trainer auch so weit dann umsetzen. Ja, wie Sie schon gesagt haben, das Turnier ist sehr international. Wie merkt man das, wenn man mit Trainern spricht? Ist immer in Englisch. Alles in Englisch eigentlich, ja. Aber ist man die sportliche Einstellung, also es ist jetzt von Land zu Land schon sehr verschieden, oder? Ja, es kommt halt auch immer auf die Philosophie von dem Verein oder von dem Trainer drauf an. Und je nachdem ist es dann halt auch verschieden. Deutschland ist jetzt Weltmeister geworden letztes Jahr. Ja. Merkt man diesen Schub in Deutschland? Ein bisschen. Also nicht so, wie ich es gern sehen würde, auch als jetzt Trainer und Ex-Profi, aber also ein bisschen merkt man schon, aber es ist immer noch nicht da, wo es eigentlich, sag ich mal, hingehört in meinen Augen. Ja. Also wie wichtig sind solche Turniere wie Easter Cup oder jetzt so eine Schulung, also so ein Camp für die Kinder, für die Entwicklung von Sport? Es ist sehr wichtig, vor allen Dingen, du lernst ja immer andere Spieler kennen, du machst Connections, du siehst mal anderes Talent. Für die Kids ist halt sehr wichtig, weil wenn sie nur im eigenen Verein spielen, nur in der eigenen Region, und dann hast du einen Spieler, der hier vielleicht in der Region der beste Spieler ist, und dann kommt ein Team aus, keine Ahnung, aus Italien oder sonst woher, und die haben dann auch mal gute Spieler, und mit denen kannst du dich dann auch messen, und dann weißt du auch, dass du noch vielleicht noch mehr arbeiten musst, ja, was halt auch ganz wichtig ist für den Prozess als Spieler.